gesehen zu werden als jemand, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, ja, nicht erwachsen werden kann. Ich bin nach dem Abi direkt von zu Hause ausgezogen und für mich gab es ehrlich gesagt auch nie eine andere Option. Ich treffe heute Merle, die ist 25 und wohnt mit ihrer Mutter zusammen. Ich möchte heute herausfinden, warum sie sich dazu entschieden hat und was ihre Pläne sind. Wie lange möchte sie da noch leben bleiben? Mit dem, was ich verdiene, könnte ich mir ehrlich gesagt keine Wohnung leisten. Außerdem treffen wir ihre jüngere Schwester, die ist schon von zu Hause ausgezogen. Eure Fragen habe ich natürlich auch mit dabei. Willkommen zu Follow Me Report. Hallo, hey. Robin, hey. Ich glaube, wir können das Video direkt an der Stelle abbrechen, weil wenn ich hier wohnen würde, würde ich auch nicht ausziehen wollen. Ich finde es sehr schön. So mit so kleinen Ecken da, dieses Bett. Ja, ja. Paul. Das ist so ein Quarantäne-Ding gewesen, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Wir haben früher als Kinder sogar Hockey gespielt. Also du bist aber als Kind hier aufgewachsen? Ich bin hier aufgewachsen. Mit wem wohnst du hier? Mit meiner Mutter und meiner Mitbewohnerin. Und eine Mitbewohnerin? Genau. Das ist ja quasi... Also jemand, der hier zur Miete wohnt auch. Genau. Und hier sind so eure Küche? Genau. Und die wird von uns allen genutzt, auch von meiner Mitbewohnerin. Also, aber isst ihr dann zusammen? Wenn ich jetzt zum Beispiel für mich was koche, natürlich koche ich dann auch immer für meine Mutter mit. Oder manchmal sogar für meine Mitbewohnerin. Also wenn sie da ist, schließen wir sie jetzt nicht aus. So. Und wer bist du? Das ist Sugar. Hallo Sugar. Deine Mitbewohnerin, deine Mutter und du, ihr teilt euch alles? Nee, meine Mitbewohnerin hat schon ihre eigenen Sachen. Das von meiner Mutter, das benutze ich schon mit. Also okay. Da gibt es zwar auch so ein paar, das mussten wir auch aushandeln, so ein paar Regeln, wie wenn sie sich zum Beispiel einen Käse kauft und ich den aufesse, findet sie das nicht toll, weil ich keinen Käse kaufe. So. Das ist quasi wie eine WG. Also es ist schon eine Mischung, würde ich sagen, weil meine Mutter ist schon noch meine Mutter. So, ja. Also sie ist nicht in dem Sinne meine Mitbewohnerin, wie es meine Mitbewohnerin ist. Mhm. Ja, und ist deine Mutter auch gerade da? Meine Mutter ist auch da, gerne. Ich glaube, sie ist gerade wie meistens am Lesen im Bett. Hallo. Robin ist da. Hallo. Ist das okay, wenn wir reinkommen? Ja, ich bin sehr viel im Bett in meiner Freizeit. Ich habe zwei Buchhandlungen und muss viel lesen, damit ich weiß, was ich da verkaufe. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Fühlt euch wie zu Hause. Du kannst ja vielleicht mal Tee anbieten oder so. Ja. Oder du könntest... eine Wärmflasche machen? Ja. Das können wir das normal machen? Wieso denn? Okay, ja. Was hast denn du für ein Problem? Ah, alles gut, alles gut. Wir wollen auch gar nicht weiter stören. Wir können uns ja später nochmal unterhalten, ja, ja, wie das okay. So ist. Hier geht's dann rüber in sozusagen den Bereich von meiner Mitbewohnerin und mir. Das ist Nina. Hi. Wie ist das hier zu wohnen mit Tochter und Mutter? Es ist wunderschön hier alles. Hier, ich meine, jetzt habe ich aufgeräumt, aber hier ist so meine Ecke der Unordnung. Okay. Die darf ich sozusagen auch haben, weil das geht in irgendeinem Sinne meine Mutter auch nichts an. Das besprecht ihr auch so oder hat sich das einfach so ergeben? Das haben wir schon besprochen. Also sie war genervt von meinen Klamotten immer hier. Ich meinte, ich brauche schon irgendwie meinen... Also es ist, du kannst einfach da bleiben und ich brauche das einfach. Und das ist dann dein Zimmer hier? Das ist mein Zimmer. Klein, aber fein. Das ist das ehemalige Zimmer von meiner Schwester. Also hier ist sie aufgewachsen. Das heißt, deine Schwester lebt offensichtlich nicht mehr hier? Nee. Wie alt ist sie denn? Wann ist sie ausgezogen? Sie ist 2 Jahre jünger als ich, also 23. Und sie ist vor längerem, schon vor 2, 3 Jahren ausgezogen. Wir hatten ja einen Community-Aufruf gemacht und du hast dich gemeldet, also von dir aus, warum? Weil ich ehrlich gesagt schon mich halt erstmal sofort wiedererkannt habe. Und außerdem habe ich schon, ja, eine Scham oder so, das bin ich nicht frei von, auf jeden Fall. Und weil du mit deiner Mutter noch zusammenlebst? Ja, schon. Es ist schon etwas, was ich jetzt vielleicht nicht gleich erzähle. In anderen Kulturen ist es auf jeden Fall sehr, ja, sehr viel üblicher, dass Kinder noch viel länger zu Hause sind. Ja, leben. Total. Ja. Und ich hätte vielleicht auch selbst gerne so ein bisschen ab und zu den Vibe von, ah, klar, so. Heißt das, du hast dein ganzes Leben lang hier in dieser Wohnung gewohnt und bist noch nie ausgezogen? Nee, ich bin tatsächlich auch ausgezogen mit 18. Ach so, okay. Hab dann in 2 WGs gelebt mit ziemlich engen Freunden. Das war alles voll chaotisch und hat auch 2-mal tatsächlich nicht so gut funktioniert. Und bin dann halt erstmal wieder hierhin zurück. Und jedes Mal, wenn ich nach einer Wohnung suchen wollte, habe ich es ziemlich schnell aufgegeben, um ehrlich zu sein. Du hast deine Wohnung gesucht und hast aber nicht den Druck verspürt, das wirklich zu tun, sondern dachtest einfach nur so, ich muss es machen, deswegen mache ich das jetzt gerade, aber genau, eigentlich hat es für dich nicht richtig angefühlt. Ja. Also heute ist ein Samstag, was würdest du jetzt normalerweise heute machen? Können wir dich da irgendwie begleiten? Also morgen ist Sonntag, das heißt, und wir haben nicht so viel Essen da, das heißt, wir könnten zum Beispiel einkaufen gehen. Das müsste ich heute machen, damit wir morgen nicht verhungern. Sag mal, kannst du auch Hafermilch mitbringen? Und hast du Geld? Nee, Geld habe ich nicht. Was willst du? Bargeld oder meine Karte? Bargeld. Kriegst du natürlich zurück. Mhm. Wäsche mit runternehmen. Es hat sich wieder was angesammelt. Wäsche mit runternehmen. Yes, yes, yes. Ich hasse es aufzuhängen und meine Mutter hasse es, die Wäsche hochzuholen.
Also haben wir auch manchmal so ein... Arbeitsteilung. Genau. Also vielleicht geht nicht alles rein, dann lässt es halt ja. Bis später, bis gleich. Gerade jetzt beim Rausgehen, das war schon so das absolut klassische Kind-Eltern-Verhältnis. Hey, bring noch Hafermilch mit. Hast du Geld, Kind? Ja. Hier sind 50 Euro. Ja. Kannst du noch die Wäsche mit runternehmen? Für mich ist das sozusagen also selbstverständlich auch. Also nicht nur unbedingt für meine Mutter, sondern generell für das Zusammenleben. Es ist natürlich klar, dass ich das auch übernehmen muss. Und sie ist so nett, mich auch dran zu erinnern. Dass sie dir jetzt Geld gibt, ist das auch üblich? Also die Bio-Einkäufe zahlt sie eigentlich immer. So. Mhm. Außer wenn ich vielleicht mal so kleine Einkäufe mache, die zahle ich dann vielleicht auch einfach mal. Hast du einen Job? Also verdienst du irgendwie? Ich arbeite im Zoo tatsächlich. Also ich gebe da Führungen für Kinder. Aber natürlich ist das ein Studentenjob. Mit dem, was ich verdiene, könnte ich mir ehrlich gesagt keine Wohnung leisten. Du hast ja vorhin erzählt, du hast jetzt auch nicht so den Drang irgendwie auszuziehen. Mhm. So einfach so aus persönlicher Entwicklungssicht. Aber würdest du sagen, so das Finanzielle hält dich auch davon ab? Unbedingt. Also es ist eigentlich schon einer der Hauptgründe, würde ich eigentlich sogar sagen. So, also könnte ich es mir leisten, würde ich vielleicht tatsächlich schon ausgezogen sein. So, also ich meine... Was heißt, du zahlst deiner Mutter keine Miete? Ich zahle meiner Mutter keine Miete. Nee. Also ich meine, wir haben jetzt echt viele Vorteile gesehen. Du zahlst keine Miete. Ja. Die Wohnung ist wunderschön. Ja. Deine Mutter zahlt für die Einkäufe und so weiter. Gibt es auch Nachteile? Spontan und konkret fällt mir jetzt tatsächlich keiner ein. Was ja also gut nicht, ist. Ja, muss auch nicht. Mir so aufploppt. Aber also, gibt es denn was, was dich an deiner Mutter nervt? Das klingt jetzt komisch, wenn ich sage, dass mich nichts an meiner Mutter nervt. Aber ich glaube, und es war halt vielleicht aber früher auch noch mal stärker so, dass wir uns gegenseitig auf die Nerven gegangen sind. Doch, eigentlich kacken wir uns schon manchmal an. Das ist tatsächlich auch eine ganz typische Mama-Tochter-Situation, nehme ich mal an. Sie kommt nach Hause, sie ist schlecht gelaunt. Ich habe vielleicht meine Tasche irgendwo liegen lassen und dann plötzlich fallen ihr ganz viele Sachen ein, mit denen sie unzufrieden ist. Okay. Und das nervt dann oder da ticken wir uns sozusagen an, aber da ist auch... Sag ich, Mama jetzt nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht nervst du sie ja mit manchen Dingen, die du machst. Sicherlich. Aber dafür wollen wir gleich mit deiner Mutter auch nochmal sprechen. Ja, auch nach Hause, würde ich sagen. Sie hat sich bei uns gemeldet, weil sie sich irgendwo auch ein bisschen dafür schämt, beziehungsweise das Gefühl hat, sie muss sich mal dafür rechtfertigen, dass sie noch zu Hause wohnt. Ich bin jetzt vor allem gespannt, was ihre Mutter dazu sagt, dass ihre Tochter noch bei ihr lebt. Und was, glaube ich, auch noch super spannend ist, das Thema Beziehungen. Weil das wäre, glaube ich, für mich so das größte Thema gewesen. Mit 25, meine Freundin damit in die Wohnung zu nehmen. Meine Mutter ist die ganze Zeit dabei. Wie seht ihr das? Würdet ihr mit 25 noch zu Hause wohnen? Tut ihr es vielleicht? Schreibt es in die Kommentare. Hallo! Robin, hey. Genau, hi, Esther. Hast du alles bekommen? Nee. Es gab keinen Mangold, es gab keinen Spinat und es gab keine Vanilleschoten. Mhm. Aber ja, ansonsten, guck mal, einen schönen Salat habe ich mit. Super. Den essen wir heute Abend. Den essen wir heute Abend, jawohl. Und wir beide haben gebacken. Ja, ich habe es gerade gesehen. Wer will einen Kaffee? Ich würde einen Kaffee hier nehmen. Ja. Ja. Wie findest du, dass wir heute hier sind und ein Video darüber drehen, dass deine Schwester noch hier wohnt? Ja, Anne, ich fand es interessant. Für mich war das einfach immer normal und auch einleuchtend, dass Merle noch zu Hause wohnt. Warum bist du ausgezogen? Also ich fand es auch schon immer aufregend, die Vorstellung auszuziehen. Es hat schon auch meine... Erwachsenwerdung oder meine Verantwortungsübernahme und sowas, das hat schon, das schon positiv beeinflusst, dass ich ausgezogen bin. Hast du mehr Freiheiten, Dinge, die du hier nicht gemacht hättest? So? Schon. Wen ich jetzt einlade nach Hause oder wie ich mein Zuhause strukturiere, wann ich aufräume und so, das liegt jetzt natürlich mehr bei mir, also auch natürlich bei meinem Freund, mit dem ich zusammen wohne, aber Mama kretscht halt nicht mehr rein quasi. Und mit deinem Freund hier wohnen, das wäre eine Sache, könntest du dir das vorstellen? Nee, ich glaube das nicht. Das kann sich auch Elfe nicht vorstellen. Die lebt nämlich nicht mit Männern zusammen unter einem Dach. Das macht sie okay, nämlich also Männer nicht. Sind auch generell tabu hier in diesem Haushalt, das ist nicht erlaubt. Danke, dass ich da sein darf heute. Nein, man darf da sein. Nein, als Zusammenleben, das ist mir zu anstrengend. Also, dass man auch immer sagen muss, setz dich doch hin. Da auf der Toilette und so, dass man das immer wieder sagen muss. Das finde ich sehr anstrengend. Darauf will ich mich gar nicht erst einlassen. Ja, finde ich also, im Prinzip hier. Das ist ja okay. Du kannst dich gerne setzen. Okay. Das ist vielleicht für dich. Wie ist das denn für dich, das Merle-hier Leben? Also abgesehen davon, dass ich ja schon so lange Merle lebt, mit ihr zusammen lebe und sie sehr gut kenne,
war sie auch schon mal ausgezogen. Ich habe ihr dann auch erklärt, dass wenn man schon mal ausgezogen war und wieder zurückzieht, dass das andere Bedingungen hat. Also, okay, das heißt, ihr habt schon sehr klar darüber geredet, dass das da ja, Grenzen gibt. Ja, also diese anderen Bedingungen bestehen darin, dass ich mich jetzt daran gewöhnt habe, dass sie nicht mehr hier wohnt und deswegen eine bestimmte Ordnung hier geschaffen habe, die ich gerne erhalten haben möchte. Und das war dann am Anfang nicht ganz so einfach, weil dann hast du auch gesagt, und du möchtest aber auch mitreden bei bestimmten Sachen. Also das hat schon ein paar Monate gedauert. Nee, ich würde sagen, es hat eigentlich sogar schon vielleicht ein Jahr oder ja, mehrere bestimmt. Jahre schon gedauert, bis wir so eine bestimmte Ebene erreicht haben. Hättest du dir denn gedacht, dass Merle mit 25 noch hier wohnt? Also ich habe eher so von mir aus gedacht. Meine Kinder können hier immer wohnen bleiben, so lange wie sie wollen. Und wenn ich nicht mehr mit ihnen zusammen wohnen möchte, dann ziehe ich aus. So habe ich eher gedacht. Es kann natürlich sein, dass ich mich zum Beispiel verliebe und dann vielleicht mit einer anderen Person zusammenziehen möchte. Und dann würde sich ein Gespräch ergeben, wie man das macht. Ja. Mama, dann würde ich ausziehen. No problem, though. Wie ist das so in deinem Bekannten-, Freundes-, Familienkreis? Gehen die damit um, wenn sie hören, meine Tochter ist 25 und lebt noch bei mir? Also in der Nachbarschaftlichkeit werde ich öfter mal gefragt. Ah, okay. Aber was sind das dann für Fragen? Habe ich das richtig gesehen? Wohnt deine jüngere Tochter immer noch bei dir? Sag ich, nee, meine ältere Tochter. Was? Die ältere? Also okay, so. Okay, das ist schon so eine Frage im Sinne von, was ist da passiert? Was ist da, was läuft da falsch? Das ist ja, oder kann die sich nicht abnabeln? Ja, das war vielleicht auch so ein bisschen mit ein Grund, warum ich mich auch hier gemeldet habe. Weil ich fühle mich erwachsen, obwohl ich mit meiner Mutter zusammenlebe. Also du bist einfach gerne hier. Mhm, ja, absolut. Aber das heißt nicht, dass du nicht ohne kannst. Ja. Du möchtest es einfach. Ja. Das finde ich ist ja eine schöne Aussage. Genau. Gibt es Dinge, die dich daran nerven, dass deine Tochter hier wohnt manchmal? Nerven? Ich habe gesagt, mich nervt gar nichts an dir. Mit den Kindern zusammenzuleben in der Pubertät fand ich ganz anstrengend, weil ich Merles Gäste und ihre Partys und alles Mögliche, was sie hier gemacht hat, nicht ausgehalten habe. Wie ist das heute mit Besuch? Also schmeißt du heute auch immer noch hier Partys? Nur wenn Elfe nicht da ist, dann schon. Aber ansonsten lade ich schon Freunde ein. Also Kommilitonen oder Lerngruppen. Und da gibt es auch keine Regeln, also jeder darf jeden Tag Doch, kommen. Es gab eine Zeit, da wolltest du zum Beispiel, war Dienstag dein einziger freier Tag. Mhm. Und da wolltest du einfach den ganzen Tag zu Hause sein und von niemandem gestört werden. Deswegen hatten wir die Regel, das habe ich auch dann respektiert, Dienstag kein Besuch. Kein Besuch. Ist auch also, so, die Regeln sind ja auch nicht für immer. Außer das Ding mit der Spülmaschine, da machen meine Freunde schon Scherze drüber, weil das ist hochkomplex, welches was in die Spülmaschine darf und was nicht. Vielen Dank für den Kaffee und für den Kuchen. Wir sind gleich noch verabredet. Ne? Vielen, vielen Dank, dann gehen wir jetzt mal los. Spülmaschine lieber nicht einfach. Genau, ich räume nicht dran. Hab ich schon gelernt. Also deine Mutter scheint ja relativ entspannt zu sein. Du musst jetzt nicht unbedingt ausziehen. Aber verspürst du denn Druck von außen, von anderen Leuten? Wenn ich gerade ein bisschen in einer Krise stecke zum Beispiel und so ein bisschen stagniere, dann wird mir oft geraten, dass ich doch mal ausziehen soll zum Beispiel. Auch von Freunden? Genau, von Freunden vor allem. An welchem Zeitpunkt erzählst du den Leuten, dass du noch zu Hause wohnst? Manchmal sage ich es direkt, einfach um es gesagt zu haben. Mhm. So. Manchmal entsteht es im Gespräch. Ich mache mir schon darüber Gedanken. Also es gibt schon Situationen, wo ich mir, wo ich intuitiv das einfach ausspare. Wovor hast du da Angst oder wo machst du dir Gedanken? Über dieses schon Vorurteil oder diese Assoziation von Hotel Mama halt einfach. Also gesehen zu werden als jemand, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, der irgendwie nicht erwachsen werden kann. Wenn du jetzt, keine Ahnung, jemanden kennenlernst. Mhm. Und die Frage kommt zu dir oder zu mir oder sowas. Ich habe mal jemanden mit nach Hause genommen, der kam halt nicht aus Berlin und deswegen sind wir natürlich zu mir gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich gehört, meine Mutter ist draußen. Ich bin dann rausgegangen und meinte zu Elfe, hey Mama, ich habe jemanden da gehabt und kannst du kurz in deinem Zimmer warten? Ich fühle ihn kurz raus und dann, ich hätte halt nicht so gern, dass ihr euch seht. Das ist ja jetzt auch wirklich nichts komisch daran, es ist nur ungewohnt. Ne? Also die meisten Leute, die sich mit 25 irgendwo in einer Bar oder auf Tinder oder was weiß ich kennenlernen, die leben wahrscheinlich nicht bei ihren Eltern, wenn sie nicht sind. Ja, sag ich, geh dann woanders hin. Also oder zu ihm. Ja. Wie lange kennt ihr euch schon? Mehr als 10 Jahre auf jeden Fall bei uns beiden. Ja. Ihn kenne ich seit 16 Jahre. Okay, wohnt ihr noch zu Hause? Nee, ich bin ausgezogen. Wie alt warst du? Mit 18. Genau. Okay. Und kannst du dir vorstellen, nochmal zurückzuziehen? Nein. Und du? Mit 18 bin ich ausgezogen. Ich bin in Uruguay aufgewachsen. Ich bin dann nach
Spanien zu meinem Vater und dann mit 18 nach Berlin. In eurem Freundeskreis passiert das häufiger, dass Leute mit 25 noch zu Hause leben? Eher nicht, glaube ich, tatsächlich. Nee. Ich glaube, viele ziehen dann einfach so bald wie möglich aus, weil Freiheit, weil auch das Studium vielleicht woanders dann halt die Uni ist oder so. Mhm. Also, ich glaube schon eher ungewöhnlich. Wir haben bei uns im Community-Tab gesagt, so, hey, wir drehen jetzt mit jemandem, die ist 25. Und da waren einige und die haben gesagt so, ja, das ist doch voll normal, dreht doch mit jemandem, der ist 30. So. Ja. Also gibt es irgendwann so einen Punkt, wo ihr sagen würdet, so, wenn man mit 30 noch zu Hause lebt, dann ist es seltsam oder ist es einfach egal? Ich würde sagen, es wird normaler. So einfach, wie gesagt, die Wohnungssituation ist halt super angespannt und ich kann mir halt vorstellen, dass es einfach generell normaler wird, immer später auszuziehen und dementsprechend natürlich auch mehr Leute gibt, die einfach mit 30 noch zu Hause wohnen. Ist halt die Frage so der Freiwilligkeit. So macht man das gerne oder ist es, weil es nicht anders geht? So. Und du hast es sicher auch halb freiwillig nur dafür entschieden. Ja, ich glaube, ich würde zum Beispiel mit 30 auch nicht mehr dort leben wollen, aber wenn ich jetzt eine Person, ich könnte mir nicht rausnehmen, eine Person zu verurteilen oder als weird anzusehen, die mit 30 noch zu Hause lebt, weil ich ja genau weiß, wie es auch abhängt von der eigenen Story einfach. Gibt es für dich irgendwann einen Punkt, wo du sagst so, jetzt muss ich ausziehen? Früher oder später möchte ich auf jeden Fall auf meinen eigenen Beinen stehen. Das ist einfach ganz klar so. Und ich brauche halt einfach gerade noch ein bisschen Zeit dafür, weil ich studiere und weil ich mich auch ja, noch ein bisschen orientieren möchte. Du machst dir da keinen Druck und guckst einfach, was passiert. Und ich nehme mal an, nach meinem Bachelor werde ich ausziehen. Also vielen Dank, danke euch auch, dass ihr jetzt noch dazugekommen seid und vor allem aber danke dir, dass du uns hier so voll privat ja auch in dein Leben reingeholt hast. Danke dir für euer Interesse, wirklich. Vielen, vielen Dank, es war voll schön heute. Tschüss. Ich finde, Merle hat viele, viele gute Gründe, noch zu Hause zu wohnen. Und spätestens, als ich die Familie so zusammen erlebt habe, hat man gesehen, was für ein tolles Verhältnis die einfach haben. Ich verstehe es voll. In meiner Situation, mit meiner Familie, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Aber das ist ja für jeden anders und deswegen auch, finde ich, völlig normal. Denkt dran, uns in die Kommentare zu schreiben, ob ihr euch vorstellen könntet, mit 25 noch zu Hause zu leben. Vielleicht tut ihr es ja. Schreibt mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Und wenn ihr unten seid, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und hier drüben, da geht es um eine besondere Art des Zusammenwohnens. Pablo hat nämlich eine funktionale WG besucht. Die teilen sich alles, inklusive einem eigenen Zimmer für Sex. Und da unten ist eine Folge von Reporter. Die haben sich den Wohnungsmarkt für Studierende mal angeguckt und festgestellt, wie Studis bei der Untermiete abgezockt werden.